Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns mal ein Dragon Ball Super Booster Display an. Das momentan aktuellste. Beim Versand hat es hier so eine Schramme bekommen. Ich hoffe, die Packs sind nicht beschädigt. Aber ja. Gut. Fackeln wir nicht lange rum und öffnen die Box. Hier sind 12 Karten pro Pack und davon sind halt 24 Stück drin. Ach so, jetzt fällt mir ja gerade was ein. Ich habe dieses Booster-Display von so einer Firma bestellt und die hat mir netterweise noch drei einzelne Karten mitgeschickt. Eigentlich wollte ich die davor öffnen. Packen wir das kurz beiseite und öffnen erstmal die Karten und schauen, was drin ist. Ich mach's mal ganz einfach. Wir öffnen alle drei. Oh mein Gott. So. Und schauen mal, was drin ist. Ich würde sagen, ich fange damit an. Ach du Scheiße. Guck mal, was wir gleich ziehen, Alter. Eigentlich, ich glaube, das ist eine nice Karte. Aber wie ihr seht, die ist so leicht gewölbt sogar. Das ist blöd. Aber okay, die kann man wieder platt kriegen. Nice Karte. Also ich muss sagen, die Dragon Ball Super Karten sind mit Abstand die schönsten Karten. Pokémon Karten sind im Vergleich zu Dragon Ball Super, ja, nicht besonders. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Oh. Schau mal, wann bringt Pokémon solche krassen Karten raus? Das ist nicht mal eine krasse Karte. Also Karten, die hier mindestens 30.000 Punkte haben, das sind dann, ab da fangen die krassen Karten an. Okay, die hat jetzt 25.000, aber die Secret, die Rare-Karten, die sind dann meistens bei 40.000. Und nochmal hier die letzte. Auch eine nice Karte. Vegeta und ich glaube, ich weiß nicht, ist es Trunks? Hier unten? Kann sein. Naja. Korrekt, korrekt. Bevor ich es vergesse, sleeven wir auch die ganze Geschichte. Ich hoffe, die passen. Ja, nice. Die passen nahezu perfekt. Wir schauen uns die nochmal später an. Weil die, das sind jetzt, glaube ich, Promokarten. Und jetzt fangen wir mit der Box an. So, die Karte war jetzt hier mit drin. Schauen wir mal, was die uns mitgegeben haben.
Wow. Nice Karte. Ja, die scheint richtig. Ich schaue mal jetzt kurz hinten, ob sie gut zentriert ist. Ich glaube, hier ist etwas dicker als hier. Wenn wir Pech haben, sind alle Karten so. Und das heißt dann wiederum im Umkehrschluss, wenn man die Karten einschicken sollte, wären das alles nur PSA 9 Karten. Aber ich kenne mich jetzt damit nicht so, ganz so aus. So, kommen wir zum Inhalt der Packung. Ja, viele Booster hier haben hier ein anderes Bild zu sehen. Und ich merke auch schon, dass die ganz anders sind als die One Piece Karten, die wir gezogen haben. Okay, jetzt müssten wir alle schon gesehen haben. Ich würde sagen, good luck. Und let's go. Was mache ich mit der? So machen wir. Pan. So. Ich habe hier noch nie so einen Booster wirklich geöffnet. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Und ich weiß auch nicht, wo die Holos sein könnten, ob sie jetzt ganz hinten sind. Aber schauen wir mal. Vegeta. Also viele von diesen Charakteren kenne ich nicht mal. Deshalb werde ich nicht viel dazu sagen können, außer ob die nice aussehen. Hier Son Goten. Ist irgendein Namekianer. Sieht aus wie Trunks. Kann sogar Trunks sein oder eine Fusion. Okay. Ich glaube, das ist eine ziemlich schlechte Karte. Oh, den kenne ich. Ah, sieht nice aus. No. Okay, die vorletzte kann sozusagen eine Holo-Karte sein. Ich glaube, ich sleeve die erstmal später. Oder nee. Ich habe mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht, ab wann, ab welchen Karten ich sleeve. Aber ich glaube, ich mache alle, die Holo sind, so wie gestern auch. Vorgestern. So, zweite Pack. Ich werde sie mir auf jeden Fall noch mal nach dem Stream angucken. Oh. Ein dicker Weku heißt der? Keine Ahnung. 1001 Punkt. Oder Power. Ey, was sind das alles hier für Charaktere? Whis? Oh, wir sind angekommen. Und da ist nichts mit bei. Piccolos Vater, King Piccolo. Wieder King Piccolo. Vegeta.
Son Goku. 5 Sterne, Dragon Ball. Meister Roshi. Hier. Schuh. Lakshu. Komm, jetzt muss hier eine Holo drin sein. Okay. Kommen, hier ist dasselbe Spiel. Das sieht man schwer, aber hier ist so noch ein C. Kommen ist eigentlich nicht so gut. Was haben wir hier? Super Rare. Glaube ich, SR. Ja. Ah, nice Karte. Sieht schick aus hier mit den goldenen Strichen. Sleeve die mal. Ich schau mal ganz kurz, was die Karte ungefähr kostet. 88. Aha. Wollt ihr es wissen? 1 Euro, yay! Da kostet die hier wahrscheinlich 20 Cent. Ja, auf zum nächsten. Es gibt hier eigentlich nur maximal 5 Karten, die ein bisschen was wert sind. Die anderen, da lohnt sich das nicht, die zu verkaufen. Nice Karte von Trunks. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Yanchu. Yancha. Yanchu. Oh, die Karte sieht schön aus. Gefällt mir. Muten Roshi. Die Karte kennen wir schon. Nochmal die Karte. Drum. Drum. Oh. Vegeta. Oh. Was steht da unten? BT1 Rare. Das ist nur eine Rare. Okay. Ja, aber nice Karte, oder? Teste nur mal kurz, ob man die auch so öffnen kann. So. Auch eine schöne Karte. Habe ich was glänzen gesehen? Am Ende des Tunnels. Son Gohan. Ja, ich schaue noch mal, ob die gut zentriert ist. Sieht eigentlich ganz okay aus. Prinz Pilaf. Auch eine schöne Karte von Son Gohan. Ja, wie gesagt, viele kennt man nicht. Die hat man jetzt einfach nur so mit dazu getan. Von mir aus hätten die einfach nur die Saiyajins reinmachen müssen. Kakuya sagt mir nichts.
Auch Holo. Naja. Ich so, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die sleeven soll oder nicht. Ich kenne die Person nicht. Ich weiß nicht mal, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Mit Holo ist auch nicht so besonders. Ja, ich sleeve die trotzdem. Zehntausend Punkte. So, weiter geht's. Vegeta. Son Goku, ready for anything. Die Karte ist nice. Ist kaum was wert, aber sieht schick aus. Und haben wir hier etwas Schönes. Oh. Ich sammle ja auch nur, um die krassen Karten zu kriegen und auch schöne Karten. Dark King. Dark Kings Flash kennt niemand. So. Ich spüre, hier ist eine besondere Karte drin. Sorry. Tenshinhan. Han. Wieder die Karte, aber nicht in Holo. Mai. Sechs Sterne Dragon Ball. Vegeta. 5000 Punkte. Hier nochmal Vegeta mit 20.000 Punkten. Ich kenne die Spielregeln nicht. Ich weiß, dass es davon noch Turniere gibt. Und andere. Also, es gibt Leute, die zocken das wirklich. Aber ich kenne mich damit nicht aus. So, sleeven wir mal kurz Vegeta. Ein Grund, warum ich die ganzen Holos liebe, ist auch, da ich mir zu viele Folien gekauft habe. Und ich sie dann halt ausnutze, wenn ich jetzt eine Holo ziehe. Warum nicht? So, weiter geht's. Son Goku. Son Gohan. Zayun. Vier Sterne Dragon Ball. Und hier haben wir unsere Holo.
Ich muss sagen, bis jetzt haben wir kaum etwas Nützliches gezogen. Aber naja, vielleicht kommt ja noch was. Die Karte gefällt mir schon mal irgendwie. Raditz. Vegeta. Boah. Hatten wir noch nicht, glaube ich. Sieht schick aus. Und oh, wie sieht schick aus. Das ist eine UC, was? Wofür steht UC? Keine Ahnung. Ich mache mir mal einen neuen Stapel. Also besser kann man ein Pack nicht öffnen. Besser kann man ein Pack nicht öffnen. So. Vegeta, Piccolo, Krillin, Tora. Ich bin eigentlich nur noch gespannt auf die Holos hinten. Oh, eine Common, die ist Common, wa? C, ja. Fast. Hatten wir schon. Also viele, die ich gerade sehe, hatten wir alle schon. Toi, toi, toi. Oh. Moment. Ich habe Piccolo jetzt schon gesehen, aber ich habe übersehen, dass die auch leuchtet. Und die Karte habe ich ja vorhin schon mal gefeiert. Und jetzt haben wir die nochmal in Holo. Nice. Die sieht geil aus. Und Piccolo in Special Rare, glaube ich. Ja. Oh, nice. Schau mal, das meine ich. Die Pokémon-Karten, also wie das, sich das auch anfühlt. Die Pokémon-Karten sind alle viel zu einfach, finde ich. Lieben wir die erstmal zuerst. Chat, was meint ihr? Ziehe ich noch was Besonderes? Belieft ihr? Ich habe auf jeden Fall die Karte geknickt. Sieht man, war den Knick.
Oh Mann. I'm sorry. Freezer. The Tree of Might. Sah auch krass aus. Irgendein Namekianer. Eine dicke Kreatur. Und ziehen wir noch eine Holo. Oh. Wow, die sieht doch nice aus. Guckt euch das mal an. Ah, über nice hier. Super rare. Von Wiz. Not bad. Ey, Godpack. Leute, Godpack. Ey, die Chance, ein Godpack zu ziehen, ist 1 zu 12. Du brauchst, glaube ich, 12 solche Pakete, dass da eine drin sein kann, wo alle Karten Holo sind. Ey, nice. Erste Dragon Ball Unboxing, gleich ein Godpack. Oh mein Gott. Okay. Aber ob da jetzt zum Schluss noch krasse Karten drin sind, weiß ich nicht. Aber ich bin zufrieden, Digga. Ein Godpack. Einfach mal durchgespielt. Boah. Trunks. Kenne ich nicht. Ey Leute, besser hätte es nicht gehen können. Okay. Aber das Ding ist, wir ziehen keine Secret Rare. No. Ich hätte lieber eine Secret Rare, muss ich euch ehrlich sagen. Oh. Jetzt kommen die Bad Boys. Freezer. Nice. Ist das eine... Ich weiß gar nicht, was SR ist. Auf jeden Fall feiere ich die Karte. Die Karte ist auch nice. Ist es super rare? Ah, 30.000 Punkte. Die Karte ist schon mal insane. Und dies ist die letzte. Leider, leider, leider. Oder Secret Rare. Ne, Super Rare bestimmt. Schaut euch mal diese Effekte hier an. Das Rote mit dem Gold. Nice, oder? Mega nice. Alle erstmal sleeven hier. Willkommen auf YouTube. Nur hier ist sowas möglich. Also wenn du auch ein Godpack ziehen möchtest, brauchst du einen YouTube-Account. Und du musst dieses Video liken. Möge das Glück mit dir sein. Macht Spaß. Da wäre nice, wenn ihr liked und Abonnenten werdet. Ich brauche eine neue Packung Sleeves. Trunks. Ey, nice, Digga. Godpack. Das sind die Sleeves.
Godpack, Leute. Ich habe noch vier komplette Boxen drin. Alle noch verschweißt. Und ich glaube nicht, dass irgendwo noch ein Godpack drin ist. Das heißt, wir waren schon gerade mega lucky. Mega lucky. Daran habe ich gesehen, dass wir ein Godpack gezogen haben an der ersten Holo. Ja, das Ding ist, wir ziehen keine Secret Rare mehr. Leider. Oh, machen wir so. Ich glaube, wir sind bei der Hälfte angekommen. Ich leg mir ein paar Sleeves bereit. Und weiter geht's. Vera, that's nice, I tell you. The chance that one package with all holographic cards come out, it's very rare. It's like 1 to 12. I need like 12 boxes from this to get one package that all cards are like this one was. Den Trunks haben wir auch in Holo. Jetzt jucken diese Karten nicht wirklich. Obwohl der hier auch nice aussah, dieser Trunks. Und so einen guten auch. Und ein Rushy auch. Okay. Aha. Nice. Das ist unsere Holo. Eine Carmen. Tu auf dein Gesicht. Ich mach Spaß, Leute. Ich pack sogar die Holos jetzt zu den Non-Holos. Ja, das Ding ist jetzt wirklich, dass keine Secret Rare mehr droppen kann. Ich hoffe es zwar, aber ich glaube eher weniger. Ich bin gespannt. Ich dachte gerade für einen Moment, das wäre auch eine Holo und wir hätten zwei Godpacks in einer Boosterbox. Alter Schwede. Freezer. Vegeta, Krillin, zum Guten. Ey, einige Karten hatten wir sehr oft bereits gezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne Dragon Ball. Oh, nice. Auch nice. Die haben wir eben schon hier gezogen. Aber diesmal in Holo. Die kommen. Trotzdem nice. Oh. Oh, wow. Oh, ich wusste nicht, dass sich die Karte da drunter noch versteckt hat. SPR? SPR, was war denn SPR? Lass mich ganz kurz schauen. Special Rare vielleicht? Ja, Special Rare, nice. Ey, diese Packung hier hat 5 Secret Rare. Wir haben nicht eine gezogen. Aber eine Special Rare jetzt. Und
Aber wir schauen später nochmal, was genau in den God Pack drinne war. Auf jeden Fall haben wir hier eine Karte, die ist ungefähr 10 Euro wert. Yay. Nice aber. Achso, die ist bereits die noch. Mach hier noch alles kaputt. King Piccolo. Schade. Was ist denn das? Ein dicker Kratzer? Oder soll. Es könnte ein Kratzer sein, aber. Naja. Ganz kurz. Aha. Aha. Okay, nice. Und das ist unsere Holo. 1000. Power ist 1000. Ja, 1000 haben oder nicht haben, wa? Mach mal so. SRP. Nee, wir haben keine. Ach doch. Die beiden sind bis jetzt unsere krassesten. Nice. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. So. Was haltet ihr von der Karte? Lasst es mich wissen. Weiter geht's. Oh, der ist nice. Hier haben wir Yamcha, Krillin, Gohan. Eine Echse, noch eine Echse. Schade. Ich kenne diese Person nicht. Shroon? Vielleicht sollte ich einfach mal Dragon Ball Super mir komplett reinziehen. Ich habe damit angefangen und bis Folge 10 oder so und dann habe ich nicht weitergeschaut. So. Abo. Nice Karte. Oh, gleich dahinter noch eine nice Karte. God Pack der Commons. Nehme ich auch. Auch nice Karte. Die ist auch nice.
Ey, das ist eine schöne Packung gewesen bis jetzt. Okay, bis dahin. Na, können wir noch ein bisschen Glück haben hier? Finden wir es heraus. Na, Tenshinhan nun. Nochmal Freezer. SR. Nice. Tenshinhan haben. Warum musste es denn Freezer sein? Wie die Karte, die man bereits hatte. Schön. Noch sechs Booster. Dann ist die Box leer. Das ist Booster no Nummer 1. Jetzt geht es nur noch darum, zieht man noch eine schöne Karte zum Schluss oder nicht, weil die Comments, die sind ja dauernd, die sind ja meistens nur noch dieselben. Ich sehe schon was glänzen. Nice. Die hatten wir aber schon. Nochmal gezogen. Schade. Ey, jetzt denke ich mir gerade, statt das God Pack zu ziehen, hätte mir einfach eine Secret Rare geben sollen. Nichts gegen diese Karte. Die ist schön, aber jetzt habe ich sie zweimal. So. King Piccolo. Vegeta. Noch ein Dragon Ball Pida. Whis. Shu. Und Dabura. Nice, nice. Sieht ganz okay aus. Saiyaman. Ich weiß, die ist nichts wert, aber es ist schön, wenn man sich eine Karte anguckt und die sieht noch vernünftig aus. Oh, kleiner Spoiler. Gut, wir haben noch, nach diesem Pack sind noch drei Boosters. Das war's dann. Okay, die hat man glaube ich noch gar nicht. Die hatten wir schon. Hatten wir noch nicht. Nice. Ich denke auch noch nicht. Hatten wir. Denke ja. Die auf jeden Fall. Ja, okay. Chain Attack Poutine. Das war's, was wir gesehen haben. Schade. Ankommen, glaube ich. Aber Godpack ist Godpack. Was will man mehr? Was will man mehr? Naja, jetzt die Folie von dem Booster, von dieser Boosterbox aufgerissen. Geschnitten habe, habe ich auf eine Secret Rare gehofft. Und was kam raus? Ein God Pack. Was lernen wir also daraus? Man kriegt nicht immer das, was man möchte im Leben.
Und hatten wir. Naja. Naja. Eine Rare. Okay, noch zwei Packs. Dann sind wir durch. Nehmen wir rechts zuerst und dann links. Muss das sein? Das ist ein Psychopath hier. Okay. Und Vegeta, okay. Die gab es auch als Common. Okay. Oh. Schon wieder die. Also, ich hoffe, alle, die das sehen, ein Godpack zu ziehen, ist auch nicht besonders. Weil ihr kriegt die Karten einfach doppelt und dreifach dann im Laufe der des Booster. Unboxing. Keine Ahnung. Ich glaube, es könnte auch keine Secret Rare in der im God Pack sein. Oh, wir haben vergessen, Vegeta zu sleeven. Letzte Booster Packung. Schöne Karte. Schöner Baum. Trunks. Und ja, nice, oder? Noch so zum Schluss und eine normale. Ja. Ah, die gefällt mir ja, die ist grün, klatscht. Eine ganz schön große Anzahl von Karten liegt hier auf dem Tisch. Zeige euch mal, wie viel das sind. Alleine die hier waren schon ein Ziegelstein. Damit kannst du anfangen, dein Haus zu bauen. Kommen hier in die Box rein. Erstmal. So. Jetzt kommen wir zu den Karten hier. Ich würde sagen, kommen, kommen weg und rare. Ankommen, naja. Das war mal hier. Und kommen sind auch schlecht, glaube ich. Gut. SR und SPR kommen links hin. SR kommen. R und kommen. Kommen. Ich schaue jetzt immer nur hier auf diesen Buchstaben. Die sah eigentlich okay aus. Ankommen. Ankommen. Kommen. C. R. Die sah eigentlich nice aus. C. S. R. R. S. R. Okay. P. R. PR, PR, das sind die Promokarten.
die wir am Anfang gezogen haben, ist ja Carmen. 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 Wer ankommen? Okay, das war's dann auch, oder? Hier SR haben wir noch. SR. SR. Kommen. Ja, das sind sozusagen. Die Karten sind ganz okay. Ich zeig nochmal hier im Schnelldurchlauf. Ja, sind schon einige schöne Karten dabei. Ich sag mal, One Piece, Dragon Ball Karten sind sehr schön. Und wie ich schon meinte, die Karten sind ganz okay. Und die Karten jetzt rechts sind die besten Karten, die hier rauskamen. Dann fangen wir mal an. Ach, das ist ja noch eine Common. Ups. So. Das sind halt die schönen Karten aus dem Deck, die ich heute gezogen habe. Freezer. Den nochmal. Nochmal Freezer. Bergamo. Ginyu. Son Goku. Den nochmal. Und die beiden. Not bad. Allein, dass ich Piccolo davor gezogen habe und ich wusste, dass es eigentlich eine nice Karte ist, ist es gut, dass man noch Son Goku hat. Irgendwie, das passt, das war zu derselben Zeit damals im Anime. Na, schauen wir uns mal die nochmal einzeln an. Schön, schön. Die gefällt mir aber mehr. Mit Jindu Jun noch. Nice. Gut. Dann war's das. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Opening oder Gameplay. Euer Wizzes. Ciao.